Also Palasanto weg. Also vor allem in Hyrule Warriors ist er ein sehr seltsamer Charakter. Ich muss ihn doch wahrscheinlich immer mit den Dungeon-Items bekämpfen, oder? Sie schön hier. Wisst ihr, was das gemein ist hier in dem Randomizer? Dass ich mich frei bewegen kann einfach mit meinen Stiefeln. Dass ich da einfach ganz easy einfach über die ganze Zeit über den Boden laufen kann. Und mir einfach denke, ja, chill. Das ist schon ein bisschen gemein, wenn man so drüber nachdenkt. Wir bleiben mal oben. Gehen wir mal einmal kurz ein bisschen Unterwasseratmung. Ihn da nicht einfach rausziehen gleich. Ja. Und tschüss. Hier haben wir zumindest die Slow Motion. Kommen da eigentlich mehrere von diesen Köpfen raus und ich muss den richtigen finden? Ja, tun sie. Mal gucken, ob wir Glück haben. Ja. Das reicht knapp nicht. Kommst du aus einem anderen Ding jetzt raus? Da hinten. So. Aber hey, immerhin sind die Teile gerade angenehmer als der ursprüngliche Bosskampf hier drin. Gott, jetzt hat er die Affenmusik auch noch. Moment, muss ich ihn mal mit der Schleuder jetzt schlagen? Oder ich muss ihn mit dem Bumerang hier erwischen. Im Normalfall, glaube ich, ist das hier echt das, wo man gegen den Affen kämpft. Aber irgendwie dachte ich, man kriegt vom Affen den Bumerang, aber nee. Oder doch? Oh, ich weiß es nicht mehr. Und die nächste Phase. Also zumindest sind die Phasen alle relativ angenehm. Ach, man muss einfach nochmal gegen die Dinger rollen. Ja gut. Der Bosskampf, den wir nie hatten. Den wir wahrscheinlich auch nie haben werden, weil wir dann im Dungeon nicht weiterkommen. Ja, fast. Wie klein er ist! Aber ist halt schon witzig. Und, was ich auch sehr cool finde,
Man sieht hier einfach, wo die ganzen Attacken aus Hyrule Warriors herkommen. Einfach nur aus diesem einen Bosskampf haben sie einfach jede einzelne Attacke gefühlt von Santo eingebaut. Ich glaube, jetzt hat er nichts mehr. Jetzt kämpfen wir einfach so. Ganz easy. Dong, dong, ding, ding. Ah, schmeiß mich irgendwann dagegen. So. Die Musik ist super. Es ist einfach witzig, jetzt nachdem ich ja Hyrule Warriors kenne, wie man einfach wirklich fast jeder seiner Angriffe einfach hier drin sieht. Einfach alle Angriffe von Santo sind irgendwo in seinen Movesets drin versteckt. Super lustig. Und damit haben wir ihn down. Ja, sehr kreative Art, einen Boss Rush einzubauen, auf jeden Fall. Ja gut, jetzt braucht er eh erst einen Moment. Das heißt, ich kann mir so lange mal was zu trinken einschütten. Ist die Belohnung für Santo eine Spiegelscherbe? Hä? Wait. Something is not right. Ja, also Hyrule Warriors war eindeutig das beste Warriors-Spiel, was ich gespielt habe. Und ich weiß nicht, ob irgendein Warriors-Spiel so gut sein kann wie das. Ich hoffe es. Aber ich glaube, so viel Liebe zum Detail, wie Hyrule Warriors hatte, glaube ich nicht, dass es noch irgendein anderes nochmal macht. So. Dann auf nach Schloss Hyrule. Nee, gar nicht. Svenja. Meine liebste Jüngerin. Ich brauche einen Tipp für den Boss-Key von Schloss Hyrule. Jüngling von Denbert, höre meine Worte, wenn du deine Pilgerreise beenden möchtest. Um dir Zutritt zum Schloss zu verschaffen, besuche die Quelle von Ranel und bete dort zu unserem Gott, damit dieser dich mit einer Truhe belohnen kann. Was? Moment. Ranel ist da. Dann auf zum Hylia-See. Wo hab ich denn der Quelle von Ranel? Okay, ich dachte, ich hätte da alles geholt, aber anscheinend habe ich noch was übersehen. In der Richtung müsste die Quelle, glaube ich, sein. Nee, gar nicht. Andere Richtung. Sagt der... Oh ja, nee, doch. Jetzt laufe ich in die richtige Richtung. So, wo habe ich da jetzt was übersehen, ist die Frage. Weil ich war ja auch bei den Dingern ganz oben. Und ich war auch bei denen im Wasser. Kann mir der Geist sonst noch irgendwas sagen? Hi, sei gegrüßt. Mal noch mal oben in der Tür, ob da noch mal was ist. Dahinter war ich ja, ne? Ja, die Truhen habe ich. Und auch eine Fackel gezündet.
Der würde dir, meine ich, Feentau geben, wenn du eine leere Flasche hast. Das mag zwar sein, aber wir haben unser echtes Gelee. Das ist ja wohl geiler als Feentau. Und die Truhe da hinten habe ich auch. Oder ist über mir noch eine Truhe? Moment. Wie kam ich da nochmal hoch? Die Frage ist, gibt er die im Rando auch Feentau? Vor der Tür. Also muss ich gar nicht hier in der Quelle sein. Hast du gebetet? Moment. Wie bete ich? Keine Ahnung, denk dir was aus. It doesn't work. Dann kannst du wieder gehen. Okay. Unter Wasser vielleicht? So direkt vor der Quelle. Ich versinke mal im Wasser. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich ist wahrscheinlich schon wieder zu weit weg. Was ist da oben drauf? Irgendwie hin? Nicht von hier. Sieht zumindest aus, als wäre da noch irgendwas raus, drauf. Davor kann ich mich auch da irgendwie hinziehen. Moment. Kommt man da drauf? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich komme mal mit einem Huhn zurückgeflogen. Ich muss mich einmal kurz einmal hochkatapultieren lassen. Ist wahrscheinlich eh komplett falsch, was ich gerade machen möchte. Aber ich habe eh gerade keine andere Idee. Also machen wir das. So. Guten Abend, der Herr. Schießen Sie mich bitte einmal wieder hoch. Ja. So. Und dann hätte ich gerne einen Huhn. Und würde gerne einmal runterfliegen. Kann ich mit dir nicht reden, wenn ich einen Huhn halte? Warum könnte ich mit Menschen reden, wenn ich Hühner halte? Ja, schon frech. So. Gib mir den schwarzen. Ja, komm her. So. Und dann einmal in die Richtung.
Ich habe keine Ahnung, ob er überhaupt so weit fliegen kann. Aber wir probieren es einfach mal aus. Vorne sehe ich eine Truhe. Es sind sogar zwei Truhen. Muss ich einmal hier zwischenlanden. Okay. An die Truhen konnte ich mich beim besten Willen ja nicht mehr erinnern, dass hier noch was ist. Was? Geil! Bomben! Und da einmal hin. Der war gut versteckt. Okay. Die holen im normalen Plätze doch eh keine Sau, weil da wahrscheinlich eh nur Rubine drin sind. Ich kann mich echt nicht legitim nicht mehr an diese Truhen erinnern, dass da überhaupt mal was war. Ich finde so viele neue Spots einfach, weil einfach genau an all den Orten, die ich nicht kenne, plötzlich Stuff ist. Ich verstecke den wichtigsten Schlüssel zu mir, ne? Hinter einem Hühnerflugrätsel. Ganondorf just being Ganondorf. Er hasst seine Hühner. Ja, Rando hasst mich echt. Ja, die Truhe kennt keiner, die in Denberts Keller kennt keiner und in die Drillhöhle will keiner. Und all diese Sachen, da musste ich hin. So, dann würde ich sagen, wir machen hier nochmal ein ganz kurzes Päuschen. Wir haben 40 Seelen immerhin schon zusammenbekommen, 40 von 60. Und ballern danach eben noch den Rest durch, weil es ist nur noch der Final Dungeon, ne? Dann sind wir durch. Habe ich irgendwie nicht erwartet. Von daher, bis gleich. Seid ihr bereit fürs Finale? Okay, wir können doch nicht rein. Na doch. Wir haben auf jeden Fall zumindest eine Fee und eine Vollheilung. Und ansonsten... Eigentlich kann ich sogar den kompletten Garten skippen, weil ich einen kleinen Schlüssel habe, um weiterzukommen. Aber hier sind noch Truhen im Garten. Also hole ich mir die. Vielleicht ist ja noch was Cooles mit dabei. Ja, Rip Hyrule ist verloren. Zelda ist weg. Link bekam die Tür nicht auf. Wobei, ich habe letztens jetzt mal ein Bild gesehen, jetzt wo die, wo man jetzt auch weiß, wie Link, Zelda und Ganondorf, aua, in Tears of the Kingdom aussehen. Und ich muss echt sagen, ich finde die Designs von allen dreien in dem Spiel mit am besten. Also Ganondorf safe, die Zelda ist auch echt cute, aber das war sie auch schon in Breath of the Wild. Und der Link sieht eigentlich auch, also auch in The Breath of the Wild Link, sah gar nicht mal so schlecht aus. Also von daher, gute Varianten auf jeden Fall. Kommt da irgendwas? Ach da. Wobei, ich glaube, die sind wahrscheinlich als Wolf Link einfach einfacher. Ja. Easy. Ich bin sogar legitim echt gespannt auf das Spiel, weil es echt gut aussieht mal wieder. So, da kamen wir her, dann weiter in die Richtung. Kann ich die Dinger eigentlich... Ah ne, da oben ist das. Habe ich da oben dran? Nee, wahrscheinlich muss ich von oben runterfallen. Also, ich freue mich auf das Spiel.
Ich werde es auch nicht als Projekt machen. Also auch nicht als Anspielstream. Ich werde es einfach ganz gemütlich auf der Couch zocken. Höchstwahrscheinlich auch mit Besuch, den wir dann haben, weil kurz vorm Japan-Tag. Da kann der Besuch halt ein bisschen mitgucken. Oh, hi. Das ist übrigens der Dude, der... Wisst ihr noch die Lore, warum Denbert den Moblin nicht mag? Wir wissen ja, dass Denbert ein Häufchen gelegt hat und der Moblin hat sich die Dreistigkeit genommen, ein größeres Häufchen zu legen und das fand Denbert nicht so cool. Deswegen müssen wir ihn im Namen von Denbert besiegen. Ich habe eine gute Idee. Du wartest, bis ich es durch habe und streamst es dann. Ob ich es jemals streame, ist die andere Frage, weil wenn ich es selber spiele, werde ich es wahrscheinlich auch sehr gründlich spielen. Und ja. Einfach durch mein Schild, durch den Sack. Mehrmals. Er tut mir echt weh, merke ich gerade. Kannst du bitte nicht so nah an... Danke. So nah dran sein. Ich glaube, der mag mich. Danke. Er hat mir Wasserbomben geschenkt. Egal welche Leuchte, ich denke mir immer jedes Mal nur, was hat Jan jetzt schon wieder geraucht? Das Gute ist, ich brauche nichts zu rauchen, um mir sowas auszudenken. Ja, die Wasserbomben sind wirklich das Meme dieses Randos. Der kann ja sprechen. Das ist auch so ein geiler Kommentar, einfach so ganz am Ende. Hä? Der kann ja reden. Ja, die Wasserbomben, die waren am Anfang schon das Meme. Oh cool, ich habe noch eine Kellerasse gefunden. Weil wir dann einfach ständig Wasserbomben bekommen haben, als wir keine tragen konnten. Und die Wasserbomben sind halt jetzt immer noch das Meme, weil wir immer noch ständig Wasserbomben kriegen. Niemand braucht diese Wasserbomben und wir kriegen einfach ständig Wasserbomben. Wir können ja Agneta gleich nochmal besuchen gehen, sobald wir hier die Gärten vom Schloss Hyrule abgeschlossen haben. Vielleicht hat sie ja nochmal was Cooles für uns. Die andere Seite. Das Spiel hat so viele Songs. Ja. Halt vor allem diese ganzen 100er Rubine, ne? Die man ständig ja für die ganzen Käfer bekommt. Das kriegst du einfach an jeder Ecke hinterhergeschmissen. So, hier wird doch auch wieder gekämpft, ne? Ja. Aua. Ich fliege ständig gegen die Wand, weil die Arena so klein ist. Das macht auch noch Schaden. Gib mir eine größere Arena. Kam hier jetzt noch dieser kleine Friedhof? Ich habe mich im Kopf, dass hier irgendwo noch so ein Friedhof war. Oh no. Moment. Wenn ich schon wieder die Schützen da oben sehe, ne? Kann ich nicht einfach durchlaufen? Ne, anscheinend nicht. War hier nicht irgendwo noch ein Schwein? Ah ja. Dann brauche ich die Magierüstung doch gerade nicht. Let's go! Oh no.
Da war ein Explosionsfässer. Okay, Schwein ist wieder aufgestanden. Weiter geht's. Schwein ist wieder aufgestanden. Und weiter geht's. Lenken, lenken ist nicht so leicht. So, und einmal gegen die Wand. Bonks. So. Was ist denn hier die Lösung? Wahrscheinlich, keine Ahnung, mal das Triforce auf dem Boden. Das ist zumindest ein Triforce auf dem Boden. Also von der Spitze, wie sieht das denn hier aus? Also, dahin, dann dahin, dann dahin und dann dahin? War das so richtig? Nein. Dann ist wahrscheinlich da die Spitze. Also so, so, so und so. Geht doch. Also, hier noch was Cooles. Ein Herzteil. Perfekt, das heilt uns wieder voll. So. Und hier ist übrigens noch eine Truhe, die ich einfach ständig vergesse, meine ich. Weil man doch hier irgendwo... Ich habe irgendwie im Kopf, dass man irgendwo graben muss, um irgendwie in einen geheimen Raum noch zu kommen. Aber ich glaube, das war auf der anderen Seite, ne? Da, wo man gegen den Bulblin gekämpft hat. Oder wo war das? Nee, hier geht's schon wieder weiter. Oder war das doch hier? War das vor dem Raum? Ich meine, irgendwo musste man graben. Da! So. Das ist nämlich so eine Truhe. Die vergesse ich, glaube ich, gefühlt fast jedes Mal. Weil ich dann einfach quasi die Ecke mache, dann mache ich die andere Ecke und dann stehe ich vor dem Schloss und denke mir so, hä? Wieso fehlt mir noch eine Truhe? Hier ist der Friedhof, den ich gesucht habe. Oh no. Ich muss erst alles besiegen, oder? Okay. Dann machen wir es einfach auf die einfache Art. Ich brauche eh keine Wasserbomben mehr. Die Dudes kann man nämlich einfach wegsprengen. Was?